Ich muss diese Bücher mit Akio heranholen. Akio! Geschafft. Fehlen nur noch 4. Revelio. Guck mich hier nur um. La, la, la. Hallo. Akio. Schön, Sie zu sehen. Das ist Cressidas Tagebuch. An Ihrer Stelle würde ich es auch zurück wollen. Heute war ein guter Tag, zumindest bis Garrett das seltsame Gebräu, das er entdeckt hatte, über meinen perfekt gedünsteten Florfliegen verteilte. Ich musste meinen Kessel lernen und von vorn beginnen. Er kann wirklich eine Plage sein, tut so, als wüsste er alles über Zaubertränke und unterbricht ständig Professor Sharps Unterricht mit seinen Experimenten. Ich bin mir ziemlich sicher, dass er schon längst der Schule verwiesen worden wäre, wenn er nicht Professor Weasleys Neffe wäre. Heute Abend gibt es wieder Dorsch. Er schmeckt mir langsam besser, aber ich mag Fleischpastete immer noch lieber. Revelio. Boah, da geht's bestimmt in die verbotene Abteilung. Da will ich rein. Professor Black, dürfte ich ein Zauberverbot in der Bibliothek vorschlagen? Jemand hat sich in die verbotene Abteilung geschlichen und Cressida Blome scheint die Bibliothek als ihre persönliche Arena zu betrachten, in der sie ihre neuesten Beschwörungsformeln übt. Das ist äußerst störend. Man könnte Peeves im Vergleich zu solchen Possen als zahm bezeichnen. Juhu. Lach, ich lach, ich lach. Revelio. Ab nach oben. Ja, ja, Mikros war der Schwarzmagier. Revelio. Das ist das Letzte. Ich sollte sie zu Cressida bringen. Lumos.
Tada! Revelio. Oha, das habe ich gesehen, du. Der alte Bibliothekar. Hier ist einer der ersten Bibliothekare von Hogwarts verewigt. Offenbar duldete er lärmende Schüler nicht und war dafür bekannt, beim leisesten Niesen großzügig den Schweigezauber anzuwenden. Gehör dran, nicht mehr niesen. Yum, yum, yum. Hallo Cressida, ich habe deine Bücher inklusive Tagebuch. Oh, da bin ich ja froh. Danke. Diese schwere Last nehme ich dir jetzt gerne ab. Hier. Tja, Lektion gelernt. In nächster Zeit werde ich sicher keine Zaubersprüche mehr in der Bibliothek üben. Gut, mal sehen, was da schiefgegangen ist. Vielleicht sollte ich mein Latein etwas auffrischen. Zum Glück gibt es noch vertrauenswürdige Leute. Ich würde nicht wollen, dass jemand mein Tagebuch liest. Ja. Ich würde dein Tagebuch nie lesen. Revelio. Geister. Warten. Müde. Ja. Hallo. Ich Vielleicht auch. Kannst du mir helfen. Luna? Hallo? Hast du mich gerufen? Ich dachte, vielleicht hat ein anderer Hufflepuff die Ausdauer, mit mir ein Abenteuer zu erleben. Genauer gesagt folgen wir einer Schatzkarte. Du hast doch nichts gegen eine kleine Verschnaufspause vom Kampf gegen Trolle, oder? Ich habe Poppy gefragt, aber sie konnte sich nicht von ihrem Knuddelmuff losreißen. Ich will auch einen Knuddelmuff. Ich habe zwei Karten gefunden. Beide führen zu Orten rund um Hogwarts. Willst du dir eine ansehen? Mhm. Einer Hogwarts-Schatzkarte folgen? Ich bin dabei. Wunderbar. Hogwarts fasziniert mich. Du kannst den Schatz behalten, auf den deine Karte hindeutet. Ich will nur wissen, wohin sie führt. Wo sollte ich zuerst suchen? Nach einem flüchtigen Blick auf deine Karte würde ich vorschlagen, irgendwo bei Hackets Klassenzimmer anzufangen. Na gut, ich sehe es mir mal an, wenn ich Zeit habe. Na gut, wir treffen uns hier, wenn du was gefunden hast.
Okay. Kannst du ja mal. Also irgendwas mit dieser Statue, dann würde ich behaupten, muss an dem Bild wegziehen und da ist irgendeine Tür oder so. Oder so. Ah. Wo ist es hin? Wie geht es mit deiner Schatzkarte voran? Sagt, ich soll den Hackets Klassenraum anfangen, richtig? Richtig. Dann gehen wir doch da mal hin. Rebellion. Du verteidigst noch. Gehen wir doch da einfach mal hin. Lies mal, Professor Knoblauch. Oh, ah, was? Ein Nashornskelett. Was? Mann, ich muss die Treppe hoch. Bin ich froh, dass es eine Minimap gibt. Was haben Sie jetzt vor? Ach so. Ja, hier rein. Vielleicht auch nicht. Ah. Rebellio. Können wir nochmal über die Karte reden? Den zweiten Orientierungspunkt von Arthurs Karte. Was? Bin verwirrt. Ob mir eine freundliche Seele hilft? Das ist der Brunnen. Ich komme immer näher. Rebellio. Wyvernbrunnen. Die Spitze dieses Springbrunnens im Verwandlungshof ist mit dem Abbild eines Wyverns verziert und dient als Ort, an dem Schüler und Schülerinnen sich entspannen können. Trotz gegenteiliger Gerüchte, die möglicherweise von Sir Cadogan in die Welt gesetzt wurden, handelt es sich hier ganz sicher nicht um den Wyvern von Wy, der von dem lebhaften Ritter selbst erschlagen wurde. Und Minimap wäre ich in Hogwarts auch total abgeschmissen. Die Schlüssel sind zurück. Genial, oder? Ja, mega. Ist alles in Ordnung?
Ja, tut mir leid. Es ist nur... Ich bin übrigens Nelly. Hi, Nelly. Ich freue mich nur so, dass die daedalischen Schlüssel zurück sind. Welche Schlüssel? Die daedalischen Schlüssel. Die hast du sicher herumfliegen sehen. Nein. Angeblich wurden sie vor Jahren von einer früheren Schulleiterin, Professor Mole, verzaubert, um den Inhalt einiger Schränke zu schützen. Professor Black hatte keine Lust, sie zu entzaubern, und sie tauchen alle paar Jahre wieder auf. Versuch doch, einen zu fangen. Warum sollte ich? Jeder Schlüssel führt dich zu einem verschlossenen Schrank im Schloss. Okay. Wenn du den Schlüssel ins Schrankschloss bekommst, was nicht leicht ist, findest du vielleicht eine Belohnung. Cool. Warum beschwor Professor Mole fliegende Schlüssel? Ich habe gehört, dass sie damit Peeves von Wertgegenständen fernhalten wollte. Aber wer weiß schon, ob das stimmt. Er ist ein Poltergeist. Die kommen doch fast überall hin. Du willst die Herausforderung doch sicher selber abschließen. Oh, ich habe es versucht, aber ich komme nicht mal an die ersten Schränke. Vielleicht hast du mehr Glück. Ich will nur wissen, was in den Schränken ist. Vielleicht werde ich das mal probieren. Das solltest du. Ich glaube, ich habe sogar einen Schlüssel im Astronomieturm gehört. Halte die Ohren offen. Ich hoffe, du folgst wenigstens ein paar Schlüsseln. Wenn du einen Schrank öffnest, wüsste ich gerne, was drin ist. Falls was drin ist. Oh. Ja. Wieder mal auf Abenteuertour? So, Revelio. Ich kann auch mal ein Bild. Ich bin die Schriftrolle. Fenster der Geschichte der Magie. Auf diesem Buntglasfenstern sind Merlin, die vier Gründer von Hogwarts sowie verschiedene andere Hexen und Zauberer ihrer Zeit zu sehen. Merlin. Andere Zauberer. Revelio. Klasse auf Stufe 1. Mann, krieg ich ein paar Dietriche bitte? Die Treppe sieht vielversprechend aus. Ja, okay. Lumos. Revelio. Das sieht aus wie das Porträt auf der Karte. Also, wo ist der Schatz? Levioso. Accio. In dem Porträt war eine Tür versteckt. Was ist wohl aus Arthurs Suche geworden? Revelio. Mit. Hm.
Ist hier zufällig noch die Sphinx-Statue? Nee? Nicht? Echt nicht? Gar nicht? Froschchor. Hier sitzen die schleimigen und doch melodischen Frösche, die den Froschchor von Hogwarts bilden. Diese magischen Amphibien singen harmonisch mit 6 Stimmen und treffen den Ton dabei besser als die meisten Menschen. Schluss auf Stufe 1. Toll. Um.